Heuer haben wir eben die Playoff-Spiele, ein Hin- und ein Rückspiel, was momentan ja, bei uns sehr nah ist oder das nächste Ziel ist. Und dann über die Saison hinweg natürlich den Cup-Titel und die Bundesligameisterschaft wieder zu gewinnen. Wir sind bereit, jetzt nächste Woche gegen Admira zu Hause alles zu geben. Und dann kommt halt Gent. Es wird Woche für Woche sehr anstrengend, sicher. Aber wir haben sehr gut gearbeitet in der Vorbereitungszeit. Haben sehr viele junge Spieler, die neu dazugekommen sind, die sich auch zeigen können jetzt. Und ich bin zuversichtlich, dass es eine gute Saison sein wird, wie voriges Jahr. Ja, wäre jetzt ja vermessen, wenn wir sagen würden, wir wären froh, wenn wir nicht absteigen oder so irgendwas. Also klar ist, dass wir ja, die letzten zwei Jahre natürlich sehr, sehr gute Ergebnisse geliefert haben. Dementsprechend war auch die Tabellensituation die letzten zwei Jahre. Ja, und gibt es eigentlich nicht wirklich einen Grund zu sagen, dass man daran irgendwas verändern sollte. Ich denke, wir haben schon das Potenzial wieder, dass wir in die Meistergruppe kommen. Wir haben dort auch, wenn wir das schaffen, auch das Potenzial wieder irgendwie um die internationalen Startplätze mitzuspielen. Und das muss in erster Linie wieder das Ziel sein. Natürlich sind wir ein kleinerer Verein, auch wenn die letzten zwei Jahre sehr, sehr erfolgreich waren. Wir wollen uns da nicht von Anfang an auf einen Tabellenplatz festlegen. Wir wollen unseren Spielstil weiterentwickeln. Wir wollen zeigen, für was für ein Spiel der LASK steht. Ich denke, wir haben einen hervorragenden Herbst letzte Saison gespielt und wir versuchen natürlich wieder gut in die Saison zu starten. Aber es wird sich sehr viel wieder trotzdem im Frühjahr entscheiden. Und von dem her ist es einfach wichtig, dass wir ja, ins obere Playoff kommen. Und dann werden sowieso wie jedes Jahr jetzt eigentlich die Karten neu gemischt. Und dann müssen wir schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Wir wissen trotzdem, dass wir noch immer der TSV Hartberg sind. Und man sieht auch, wie schnell es im Fußball gehen kann und das Primärziel wird definitiv bleiben, auch dieses Jahr die Klasse zu halten. Und das war letztes Jahr unser Zugang zu der ganzen Sache und das wird sich jetzt nicht ändern. Aber wir haben auch gesehen, was mit größtenteils guten Leistungen möglich ist. Und ja, ich würde mich auch nicht wehren, wenn es die Saison wieder so wird wie letzte. Ach, die Ziele bei Sturm Graz sind ja immer sehr ident. Wir sind ein Verein in Österreich, der ja, schon eine gewisse Ausstrahlung hat und gewisse Erfolge gefeiert hat. Deswegen, also wir wollen das, natürlich das Optimum aus der Saison rausholen. Kurzfristig ist sicher dieses Meister-Playoff-Ziel und das wird angepeilt. Aber intern werden wir dann sicher noch das eine oder andere Ziel präzisieren und das uns ja, intern dann ausmachen. Wir werden uns sicher nicht herstellen und große Töne spucken. Wir wollen einfach gute Leistungen bringen und hoffentlich dann auch die Austria-Fans dann mit ins Boot holen. Und klar, das schaffen wir am besten mit gutem Fußball. Und wenn wir einen guten Fußball spielen werden, der was auch dominant ist und wir gut am Ball sind, dann werden wir auch unsere Punkte machen und dann werden wir uns auch dort einfinden, wo wir alle hinwollen. Aber ja, wir sind jetzt, wie gesagt, nicht hier, um große Töne zu spucken, sondern wir wollen da einfach gute Leistungen an den Platz bringen. Natürlich muss es unser Ziel sein, nach dem Höchsten zu streben. Und das ist natürlich die Meistergruppe und da wollen wir diese Saison auf jeden Fall hin. Ein Ziel ist es, dass wir einfach einen guten Saisonstart haben. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man im ersten Spiel einfach ein gutes Gefühl kriegt, ein gutes Spiel, sag ich mal, abliefert. Und ich glaube, jeder weiß, was selber gespielt hat, wie wichtig das ist, dass man Siege einfährt. Und wie schon gesagt, wir versuchen, dass wir das erste Spiel gewinnen, dass wir vielleicht einen gewissen Flow kommen oder einen gewissen, sagen wir ja, einfach, dass wir in einer Art und Weise dann Fußball spielen, wie es auch den Zuschauern gefällt und wie wir auch zufrieden sind. Auf jeden Fall besser ja, performen und besser präsentieren werden wie letzte Saison an. Weil wir einfach jetzt schon länger mit dem Trainerteam zusammenarbeiten und jetzt, glaube ich, eine gute Mannschaft wieder zusammengestellt haben mit einem guten Mix. Und von dem her bin ich ja schon zuversichtlich, dass wir da besser abschneiden werden wie letzte Saison. Ja. Für den Kopf war es wirklich sehr anstrengend, weil halt niemand wusste, was passiert. Wie schaut es aus, wenn der Verein in die zweite Liga muss? Was passiert da? Wie schaut es aus, wenn wir in der Bundesliga, wenn wir in der Bundesliga bleiben? Ja, ich bin froh für alle, dass diese Zeit vorbei ist und dass wir uns jetzt auf die Bundesliga freuen können. Und ja, müssen einfach Gas geben, dass wir diese Situation hoffentlich nicht mehr erleben müssen. Also ich glaube, wir sind der Aufsteiger und natürlich dürfen sich da nicht jetzt große Dinge erwarten. Wir wissen trotzdem, glaube ich, was wir können. Wir sind, glaube ich, zu Recht aufgestiegen, sind, glaube ich, jetzt absolut Bundesliga-tauglich. Aber wir werden sicher den Ball flach halten und
werden schauen, dass wir gut in die Saison starten. Und da muss man sich das anschauen, wie sich die Saison entwickelt.